Breuer Kolo. Einen schönen guten Abend um 7:30. Viel Matsch auf unseren Feldern. Auch auf diesem Acker musste das Pflanzen abgebrochen werden. Zu nass für Mais und Kartoffeln. Das macht vielen Landwirten in der Soester Börde gerade große Sorgen. Auch Christoph Peukmann und Hanna Wilke. Saat ausbringen ist nicht. Viele kannten ihn vor allem als Moderator der ARD-Sendung Kein schöner Land. Der Arnsberger Opernsänger Günther Wewel ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren. Hier mal einen Kaffee zum Mitnehmen, da das Mittagessen in der Plastikverpackung schnell auf die Hand. Ich habe es seit Corona leider auch wieder ein bisschen verschludert, eigene Mehrwegbecher oder Schalen irgendwie mitzubringen. Aber die Müllberge, die durch Einwegverpackungen entstehen, die müssen einfach weniger und kleiner werden. Und seit Anfang des Jahres müssen Restaurants, Imbisse und andere Gastroläden ihren Gästen Mehrwegbehälter anbieten. Lara Lohmann hat in Siegen geguckt, wie es klappt. Auch gut, dann erübrigt sich auch die Frage, wer spült. So, das hier sind 90 Minuten. Die dauert ein Fußballspiel regulär. Und die einzelnen Minuten, die können Sie kaufen. Dazu kommen wir gleich. Es gibt so viele Vereine bei uns in Südwestfalen und die brauchen Geld für das, was sie alles auf die Beine stellen. Gestern hatten wir Schützen aus Listerscheid bei Attendorn hier bei uns in der Lokalzeit, die ehrenamtlich ihr Vereinsheim renovieren und noch 400.000 Euro an Fördergeldern und von Mitgliedern zusammengekriegt haben. Geld braucht natürlich auch Michel. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, das ein bisschen erklärt haben alles. Und wir gucken jetzt auf einen kleinen Jungen, auch selten erlebt, der möchte eher Koch als Fußballer werden. Das ist Janosch aus Netfen, der ist 8 und der kocht schon seit der 2 ist. Eins der ersten Worte, die er gesagt hat, braten. In jeder freien Minute kocht er und backt zusammen mit seiner Mama. Und jetzt haben ihm Freunde seinen größten Wunsch erfüllt, ein ganzes Menü in einer Restaurantküche zu bereiten. Und das wäre doch auch super gemütlich für so einen Winterschlaf. Wobei, der ist jetzt rum. Hier recken und strecken sich schon die Ersten und sind fleißig. Der Verein der Gartenfreunde am Fischbacher Berg in Siegen macht sich frühlingsfein. Da waren wir auch so nett und haben unseren Reporter vor ein paar Tagen im strahlenden Sonnenschein hingeschickt. So, huhu, kuckuck, schön, dass du wieder da bist. Armin Dreisbach hat uns das Foto geschickt, aufgenommen am südlichen Zipfel des Siegerlandes, schreibt er, und freut sich, dass der Zugvogel wieder heile zurück ist in heimischen Gefilden. Das Wetter. Wetter setzt sich eher noch fort, Wolken, Sonne, Schauer, alles dabei, vielleicht kurze Gewitter. Ihnen noch einen schönen Abend hier im WDR. Gleich geht's weiter mit Quarks nach der Tagesschau. Bis morgen.